Hi Leute, willkommen zurück bei Race from Racing Experience bzw. DTM. Ja, DTM Experience ist es ja nicht mehr, aber wir fahren die 16er DTM. Heute zweite Folge hier in der Konstellation Ray, Googie, Viper und der Rosberg. Soll ich dich Rosberg oder? Boah, von mir aus. Okay, jo. Der Rosberg. Ja, hi. Servus. Hallo. Hat dich schon jemand die Startaufstellung gesehen, wo wir jetzt stehen am Start? So wie wir ins Ziel gekommen sind, glaube ich. Ist klar. Ja, wir hatten uns in der ersten Folge, wer die nicht gesehen hat, gerne nochmal da hinschalten. Wir haben auch die Sichten der anderen wieder unten verlinkt. Könnt ihr vielleicht irgendwie synchronisieren oder so mit der Startampel, weil das geht ja hier tatsächlich ganz gut. Jetzt geht's schon los. Ja, es geht direkt in die Action rein. Startaufstellung tatsächlich. Oh, ich habe schon wieder wie in Assetto Corsa gestartet, Mann. Vergiss immer, dass man den ersten Gang ja schon mal voreinlegen kann. Oh mein Gott. Oh. Das war schweineknapp. Absolut glücklich, das hätte ich gesehen. Ich hätte euch fast beide irgendwie so halb abgeräumt, glaube ich. Und ich bin schon wieder weg. Oh Mann. Schöne Abendstimmung hier in Oschersleben. Da, wo die DTM leider nicht mehr fährt. Ich glaube, zugunsten des Hungarorings die Strecke hier aus dem Kalender entfernt worden. Fuck. Gleich die beiden ziehen lassen. 25 Minuten, das wird ein hartes Rennen. Vor allem werden hier die Reifen eventuell auch zum Ende des Rennens so ein bisschen nachlassen, wenn man da zu viel Kante fährt jetzt. Oh scheiße, ich bin glaube ich mit dem Sprit nicht hochgegangen. Oh scheiße. Doch, nee, ich habe auch zu wenig Sprit. Muss ich auf einmal auf jeden Fall ranfahren. Ja, ich muss Boxenstopp machen. Fuck. Das ist richtig dumm. Ihr auch beide vorne oder habt ihr richtig viel Sprit mit? Ich habe mehr mitgenommen. Oh. Sagt aber auch keiner was, ne? Lasst es uns eiskalt ins Messer laufen, ey. Wie sieht's bei dir aus, Ray? Hast du Sprit? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe nichts dran geändert. Die erstmal zünden hier. Komm, Schaden. Na gut, natürlich hat jetzt der Viper auch DRS. Yes. Aber ich habe mich gerade so wieder reingehändelt in dein DRS-Fenster. Das ist bestimmt eine schöne Sicht auf die Dinge hier. Ich weiß mal gar nicht, wo ich hier dreimal DRS, deswegen zünde ich immer hier. Ja. Da zündet, glaube ich, jeder von uns. Ja. Oh, da macht er einen Fehler. Und der Viper schlupft durch. Ja, schöner Dreikampf bisher hier. Boah, zu früh gedrückt. Auf den Curb drücken ist nicht so gut. Ja, ich war gedanklich schon aus der Kurve draus, war aber noch drin. So. Ah,
Ich sehe hier keinen Flügel runterklappen beim Rossberg. Doch, jetzt. Hat man ein bisschen gewartet. Ich muss ja bis 20 warten für die Sekunde. Ja. Ja klar, du warst ja... Hast ja noch kein DS gehabt. Oh, ich habe einen Pitler mit der Finzufrieren gestimmt. Ich ärgere mich jetzt schon schwarz, dass ich gleich nochmal in die Box muss nachher. Aber noch habe ich 25 Liter. Nein, ich bin zu weit gefahren. Oh Mist. Bist du schon reingefahren jetzt? Ja, ich wollte jetzt holen, aber ich bin zu weit gefahren. Okay. Darf ich nächste Runde nochmal rein? Ich bin normalerweise gewohnt, dass meine Box die letzte ist. Ey, jetzt müssen wir wirklich auf den Limiter achten, ne? Weil, sonst gibt's echt eine Strafe, oder? Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn jetzt drin, drum kann ich es nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo der bei mir ist. Das kann ja heiter werden. Alter, ist das eng hier vorne. Nein! Ich bin rechts. Du? Problem ist, dass du eher an ihm dranbleiben kannst, ich nicht. Und deswegen wird sich's jetzt auseinanderziehen, das ist das Problem. Jetzt wird er auf und davon fahren. Was der auf einmal für Meter macht, ey, krass. Oh. Alter, Jung. Ich hab schon spät gebremst gerade. Gut, ich hab vergessen zu bestätigen, ist er natürlich schon. Denk ich mir so, steht da Waiting, er macht nix, Motor läuft. Scheiße. Ja, das Problem ist jetzt, meine Taste vom Boxlimiter zu suchen, während dem Rennen ist halt auch irgendwie nicht so praktikabel. Vor allem noch die Taste zu finden für Boxen ist doppelt. Ja, die weiß ich, wo sie ist. Die ist auf Pit, weil ich fahre mit dem Formel 1 Lenkrad halt. Achso, das nimmt's mir gar nicht an. Echt? Ich hätte jetzt mit den frischen Reifen bei der Boxenausfahrt gedreht. Er ist mit dem Formel 1 Lenkrad voll geil zu fahren. Glaube ich sofort, aber es nimmt's bei mir nicht an. Hm. Es steht zwar, dass es erkannt wurde, aber ich kann es nicht belegen. Ich habe mir auch schon gedacht, für IndyCar und so mit einem F1-Aufsatz, aber kannst knicken. Hier wird es ja auch mehr Sinn machen. Hast ja auch so ein Formel 1-artiges Lenkrad. Mhm, deswegen ja. Jetzt habe ich auch kein DS mehr, ey, so eine Kacke. 1,3 Sekunden. Ist mit dem Formel 1 ja auch geil belegbar. Einfach auf DS legen. Ja, eben. Wenn die Aufkleber noch nicht abgegangen sind. Diese Billo-Sticker, die da drauf sind. Hätte man auch auflackieren können. Eigentlich schon, ja. Also günstig ist jetzt der Aufsatz auch wieder nicht. Deswegen. Ich hab noch 20 Liter Benzin. Hm. Das reicht nicht. Beim Ersatzteilmäßig ist es ja bei Frostmaster ziemlich schwer, dass du es kriegst. Ja, die Sticker meinst du jetzt nachbestellen? Da habe ich noch nicht angefragt, aber ich habe angefragt wegen der Verstellschraube hinten, weil die war bei mir durch. Mhm. Nö, haben sie nicht. Muss ich im Geschäft besorgen. Ja, da kannst du aber auch jede andere Schraube reinballern. Ja, ich habe jetzt eh andere extra abschneiden lassen, ein bisschen gröberne, damit das die nochmal besser beißen. Ich habe da irgend so eine random Schraube genommen vom letzten IKEA-Schrankaufbau. Die tut's auch.
Wenn ihr euch jetzt so ein Auto wünschen könntet, was in der DTM mitfährt, was wäre das bei Ray, bei dir? Gut, weiß ich eigentlich schon. Das ist eine echt gute Frage. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Gut, vorstellen könnte ich mir so ein Alfa Romeo Giulia oder sowas. Stimmt schon, ja. Weißt du, was ich mir... Da glaube ich ganz geil rein. Oder so eine Camaro würde ich mir auch ganz geil vorstellen. Okay. So ein Ami. Mustang. Okay. Ja, oder Mustang, ja. Was ich ja geil fände, ne? Kia Stinger DTM. Ja, so Infiniti Q50 oder Q60 DTM wäre auch geil. Ja, langsam ist mir der Kollege da vorne weggefahren. So ein, zwei schwache Runden gehabt, aber war weg. Renault Talisman DTM. Never gonna happen. Wie ich dann markeninternes Duell wäre natürlich, wenn VW einsteigen würde. Mit dem Arteon, ja. Oder der. Geht natürlich auch. Der Besieger bestimmt auch ganz schön mit Toledo. Ford Mondeo. Ford Mondeo, ja. Früher schon mal aus STW bzw. WDCC-Zeiten. Stimmt. War das nicht ein Focus? Nee, die haben eine Mondeo. Okay. Nee, da hat DCR fährt einen Focus. Ja, ich meine auch in der BTCC fährt auch ein Focus. Ja, in der aktuellen schon. Noch 15,9 Liter. Jetzt greift er an. Jetzt blinkt er schon mit den Scheinwerfern. Oh, da zieht er rüber. Ich glaube, er traut sich nicht. Ich habe noch 28 Liter drin. Er traut sich. Ich muss da auftanken. Oh, Alter. Ich weiß nicht, ich hätte gerade jetzt wieder in der Mitte reinstechen können, aber jetzt habe ich mich fast gedreht. Aber die Reifen sehen eigentlich noch gut aus auf meinem Mini-Display hier. Das Display ist schon ganz geil, da ist ja fast alles drauf, ey. Man kann auch weiterschalten. Sogar die Taste belegt. Sehe ich meine Sektoren und alles. Aber ich muss mich wieder aufs Fahren konzentrieren. Und den Viper doch wieder. Der Viper muss ja nicht mehr tanken, deswegen ist er eh obsolet. Bosch. Technik fürs Leben. Oh, die Leute bei Bosch kriegen echt eine extrem gute Ausbildung. Also das ist wirklich extrem. Wie kommst du darauf? Weil, also im Fachbereich Mechatronik, ich drehe mich gerade weg, da sind bei uns in der Schule jedes Mal mit mir die fünf Leute von Bosch mit gewesen. Das waren halt immer dieselben. Ich habe gerade Porsche verstanden. Nee, Bosch. Oder Bosch. Ja, oder Bosch. Wie man ausspricht. Wenn der Ösi Bosch sagt, dann für Porsche. Nee, Bosch. Ja. Gut, ich spreche es halt ein bisschen härter aus. Ist ja egal. Bosch. Aber die haben da eine extrem gute Ausbildung. Ja. Und auch was die in Richtung der Pumpen und die Sachen lernen, das ist echt extrem. Also da kann man die Firma definitiv beneiden. Also ich glaube, alle großen Weltkonzerne, so die Telekom, weiß ich nicht, aber so Porsche, Bosch, ich denke mal schon, dass da Spitzenausbildungen sind. Das sind ja auch halt einfach Betriebe, wo du ganz so doll viel auch praktisch lernen kannst. Die haben alleine Ausbildungswerkstatt, da hat jeder Lehrling eine eigene CNC-Maschine. Das ist geil. Das sind 20 Lehrlinge und jeder besitzt eine eigene CNC. Das ist geil. Was die mir so erzählen haben, also das ist echt krass. Ich habe ja auch Ausbildung gemacht damals, IT-Systemkaufmann in so einer kleinen, also was heißt klein, aber eine kleinere IT-Firma, Systemhaus. Und ich war schon neidisch bei den Ausbildungsgehältern der Leute, die bei der Telekom Ausbildung gemacht haben.
Gut, bei solchen Filmen kriegst du halt weit einen höheren Gehalt. Da hast du ja schon so in der Ausbildung echt ganz gutes Geld, also. Also ich brauche nur schauen, keine Ahnung, sagt euch die Firma Emco was? Nee. Die stellen eben so CNC-Fräsen und Drehbänke her. Mhm. Beziehungsweise auch konventionelle. Und da hat man auch in der ersten Klasse zwei, danach nur noch ein, weil einer die Lehre geschmissen hat, mit dabei. Und die haben halt zum Beispiel, wenn sie einen guten Erfolg hatten, hatten sie das Folgejahr, ich glaube, 30% mehr Gehalt bekommen. Mhm. Und wenn sie eine Auszeichnung hatten, 60%. Krass. Und ob du jetzt 60% mehr kriegst im nächsten Jahr, ja, oder weniger, das ist schon ein gewisser Ansporn, ja. Also bei mir gab es einen feuchten Händedruck und fertig. Ja. Ja, hast du gut gemacht, aber trotzdem weiterarbeiten und Geld nö. Hm. Ja, es gibt leider auch gerade so im mittleren, kleinen Sektor gibt es halt auch viele Firmen, bei weitem will ich nicht über alle über einen Kamm stehen, aber gibt es viele Firmen, die Azubis durchaus auch als billige Arbeitskraft sehen. Da steht ja dann oft auch die Ausbildung nicht unbedingt im Vordergrund, sag ich mal. Das ist halt schade. Hat nicht gereicht. So, was sagt die Literanzahl? 9,1. Meine Literzahl, die ist immer so korrespondiert so ein bisschen mit der Restzeit vom Rennen. Das gibt mir doch noch ein gutes Gefühl. Ah, jetzt für Flitter musst du noch drauf. Hä? 11-12 Liter müssen noch drauf, in etwa. Ah. Ich schaff das auch so, ich spare jetzt einfach. Ich mach jetzt, ich schalte jetzt mega früh hoch. Also ich habe die Box genauso auftanken lassen, damit dass ich durchkomme, und dann sind wir jetzt mal, also ich habe jetzt noch 22 drin. Na, so viel brauchst du glaube ich nicht mehr, aber. Aber bei Race Room ist wirklich, wenn leer ist, bleibst du auch stehen, ne? Das ist nicht wie bei Formel 1, dass man sich dann noch ein Ziel retten kann. Nee, geht direkt aus Auto dann. Hm. Wenn der sonst zu stottern, so bei 0,6, ja, glaube ich, in etwa, dann irgendwann ist aus. Ja, nee, dann bringt das. Ich merke schon, ich rechne gerade zum Kopf, das wird nichts mehr. Das muss ich nochmal. 2,02 Liter die Runde. Hat er sehr passiv schön innen zugemacht, da konnte ich natürlich nicht mehr reinstechen. Obwohl, ja. Teile wären hier ganz hilfreich. Teile? Ja, damit man weiß, wo der andere ist. Stimmt. So, Boxenstopp. Ah. Boah, ich muss hier nebenbei meinen Boxenstopp managen, ey, ist voll kacke. Kann ich nicht einfach die Box anrufen und sagen, hallo, mach. Ach, scheiße. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst in die Box reinfahren und dann drinnen Modus einstellen. Ja, das Problem ist, ich habe den Limiter nicht. Das heißt, ich muss selber auf die Geschwindigkeit gleich auch noch achten. Gut, das ist jetzt weniger das Problem. Ey, ich kann nicht bestätigen. Ey, oder ist schon bestätigt? Wenn unten in Gelb steht, ist bestätigt, ist dann alles cool? Nee, bestätigen kannst du erst drin, wenn du stehst. Ach so. Okay. Hab ich die ganze Zeit umsonst rumgefuchtelt. Ja, sobald du über die Fitlimiter-Linie fährst, dann kannst du bestätigen. Ich glaube, der Viper hat auch gemerkt, dass ich gerade nicht so ganz so bei der Sache war, als ja, ich. Ja, schon. Die Menüs durchgeklickt habe. Also auftanken sicher heißt, er macht mir jetzt noch Sprit rein für den Ende des Rennens, ja. Funktioniert nicht immer, aber sollte eigentlich. Ja gut. Wann gehst du rein? Jetzt.
Also diese Runde. So, jetzt 100, ne? 80. 80. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist meine Box? Alter. Da. Und? Ich stehe. Ja, nu. Ja, was? Waiting. Okay. Das, was mich gerade irritiert, ist, dass er halt nichts auffüllt in meinem Display. Läuft der Motor noch? Ja. Da steht Wait. Der Motor muss aus sein. Was? Du musst bestätigen. Oh. Du musst den Boxenstopp bestätigen, ansonsten. Ansonsten stehst du nur und es passiert nichts. Das hatte ich ja auch. Schön. Die Taste dafür ist mir leider entfleucht. Das ist toll. Ja, schön. Das ist, warte mal. Nee, hab ich nicht belegt. Warte mal, ich muss mal. Schau kurz ins Menü rein. Ich kann nicht mal mit Enter bestätigen. Ey, so eine Scheiße. Schau kurz rein in die Einstellungen, dort kannst du es lesen. Ja. Oder schnell belegen, wenn es ist. Oh Mann, Alter. Naja gut, es ist jetzt eh gelaufen. Egal. War ja bis dahin ein schönes Rennen, fast bis zum Ende. Boxenmenü auswählen. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich suche. Dann einmal bitte diese Taste. Das ist eine Kacke. Nicht beenden. Hä, ach, bin ich jetzt raus? Ach so, okay, ja, ich habe das Rennen, glaube ich, aufgegeben. Ach, Kacke, Mann. Oder? Hä? Bei mir stehst du ans Fünfte. Aber ohne irgendwie eine Zeitangabe oder so. Ja, ich kann auch nichts mehr machen jetzt. Also ich kann nur noch beenden oder ich kann auch nicht zugucken, nix. Alter, das ist ja. Nee, ich stehe auch in der Box, ja, fährt sich erledigt. Ach, richtig dumm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Boxen das machen müssen. Nicht, hätte ich mich da vorher drum gekümmert. Sorry. Na gut, dass wir einen Stop machen mussten, dann sind wir selber schuld. Ja, ja, aber dass auch keiner was gesagt hat, ey. Ich habe selbst nicht dran gedacht. Ja, ich meine, die anderen der Christoph und der Vibe haben ja dran gedacht. Die haben uns nicht gedacht. Das ist so selbstverständlich. Die dachten so, ja, die sind ja alle voll Profis, die werden den Sprit einstellen. Weil wir sind irgendwelche Casuals, die hier Race Room fahren. Das ist völlig falsches Spiel ausgesucht. Da wären wir doch gescheiter geblieben. Spiel ist ja auch schon das falsche Wort, ey. Ja, wir waren ja heute, also muss man dazu sagen, wir waren ja heute eigentlich auf Dirt 4 eingestellt. Und dann haben wir aber uns entschlossen, wegen dem aktuellen DTM-Thema einfach mal DTM zu fahren. Ich kann jetzt auch nicht so viel machen hier. Oh, doch, ich kann die Rundenzeit mir angucken. Juhu. Jetzt mal, was passiert, wenn man mit Vollgas durch die Boxengasse ballert. Wenn Strafen an sind, wirst du disqualifiziert. Aber da im Quali ja schon keine Strafen waren. Ja, aber Training und Quali kann man immer einfach durch. Stimmt, kann man ja. Ja. Im Rennen selbst ist, wenn du ein bisschen zu schnell bist, kriegst du eine Durchfahrtsstrafe. Wenn du viel zu schnell bist, wirst du disqualifiziert. Jo, disqualifiziert. Ja. Ich wollte es mal probieren, ich habe es noch nie probiert. Naja gut, es ist nur noch eine Minute zu gehen, von dem her. Ja, ja. Nicht egal, und von dem her, ich war auch eine Runde zurück, also. So, aber Gucki, wir waren noch nicht bei deinem Wunschauto, oder? Was denn? Beim DTM-Wunschauto. Oh, genau, boah. Das ist echt schwer. Jetzt sag nicht KTM. KTM Crossbody Team. Nee, das passt nicht ganz. Nee, nicht ganz.
Eh, keine Ahnung, so ein Skoda Superb oder so, glaube ich, wird auch richtig geil aussehen. Auch nicht schlecht, ja. Oder ein Seat Toledo ist auch so in die ja. Limousinenrichtung. Fiat Tipo. Ich weiß halt nicht, was bei Peugeot oder Citroën in die Richtung gibt. Peugeot 508, glaube ich, ne? Citroën. Oder ist das nicht der 600er? Ja, da gibt's auch, also in Frankreich, glaube ich, gibt's noch mal so ein paar andere Limousinen-Modelle, so mit längeren Versionen und so, aber ich bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung, ich habe da nicht so viel Ahnung von den französischen Herstellern. Citroën gibt's auf jeden Fall auch einen großen, ja. C6, keine Ahnung. Aber, ja, was haben wir noch für Hersteller? 1,5 Sekunden zu langsam. Wär's noch eine Runde gewesen. Musstest du jetzt auch nochmal tanken vorne? Nee, ne? Nee. Okay. Der hat jetzt 5 Liter drin. Aber ich bin der Runde mehr gerechnet. Achso, hier Zeitinfos, mal gucken. Ja. Ich habe immerhin noch die zweitschnellste Rennrunde mir sichern können. Ja, das war's. Ja. DTM. Audi Sport Team Rosberg. Ja, genau. Hat ja gepasst. Zufall. Das war bestimmt Zufall. Ja, DTM war eigentlich cool. Also sicherlich haben ein paar Leute gefehlt, damit das nochmal richtig reinhaut. Also so, dass das Feld noch ein bisschen voller ist. Können wir ja mal gucken, aber ja, war ganz schön. Ray ist so still. Deiner Meinung. Ray? Ja, ich bin normal. Ja. Morgen ist ja Formel 1. Da wird es wieder ein bisschen hakeliger, glaube ich. Es war mehr oder weniger eine gechillte Runde heute. Ja, dann bedanken wir uns bei allen, die zugeschaut haben. Und ja, von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Servus. Tschüss.